Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem Unboxing, ja, wieder eines Android-Radios. Und zwar hat mir Auto Pumpkin etwas zur Verfügung gestellt und das ist, ja, die aktuellste Version, das neueste Radio, welches die gerade im Programm haben. Ein Android-Radio 8.0 bzw. Android-Version 8.0 mit einem recht coolen Design, also eins, was mir wirklich sehr gefällt. Weitere Details, was mir daran gefällt, machen wir gleich. Erstmal schauen wir in die Packung rein, was wir da alles drin haben. Installationsanleitung, wir schauen einmal kurz rein. Warum schauen wir hier einmal kurz rein? Viele, viele Benutzer haben mich oder Zuschauer haben mich angeschrieben, hey, hilf mir beim Radio anschließen. Hier steht es eigentlich ziemlich gut drinne. Und ja, bei mir ist es immer der Vorteil, ich bekomme immer ein Radio, welches speziell auf mein Fahrzeug angepasst ist. Heißt also, ich sage immer, was für ein Fahrzeug habe ich, welche Ausstattung und schicke dann vorher auch noch dem Lieferanten, dem Hersteller, ein Foto, damit er ganz genau weiß, was er mir zuschicken bzw. ja zur Verfügung stellen kann. Und in diesem Fall habe ich auch gesagt, ich habe einen Golf 5 und ich möchte bitte etwas auf das Fahrzeug angepasst haben. Quasi Plug and Play soll es bitte sein, denn ich habe schon von vielen gehört, ja, es soll für einen Renault Megane passen oder für einen Fiat Dublo oder sowas, aber die Pins passten nicht, man musste es umpinnen und häufig ist es wirklich in die Hose gegangen. Ja, wir haben hier einmal einen kurzen Anschlussplan, der mit dabei gelegt wurde, Installationsanleitung, ey, auf Deutsch und auf Englisch von hinten, Installation Guide. Wer keine Ahnung hat, wie man die Pins, wie man mit einem Multimeter umgeht, um am Fahrzeug zu messen, wo ist Plus, wo ist Minus, Leute, bitte, das habe ich schon im letzten Video gesagt, Finger davon oder holt euch einen Kollegen, Bekannten, Cousin oder Bruder dazu, der ein bisschen von der Elektrik Ahnung hat. Dann haben wir hier einmal Android Radio Navi System. Aha, hier wird Navi System, okay. Soweit ich weiß, hat mir der Hersteller gesagt, es gibt auf diesem Radio keine Navigation drauf. Etwas schade, weil wenn man das Radio startet, hat man keine Navi. Aber Leute, eine x-beliebige Navigation, einfach im Google Play Store runterladen, egal was. Man gibt einfach Navi ein und da kriegt man alles Mögliche schon vorgeschlagen. Und all diese Navis, die man sich runterladen kann, funktionieren mit den Android-Radios. Dann haben wir einmal eine Garantiekarte von Auto Pumpkin. Gut, das war's zu dieser Tüte. Okay, das nächste. Habe ich hier einen CAN-Bus-Decoder, der ist schon angeschlossen. Hier einen fahrzeugspezifischen Stecker, speziell für VW, für meinen Golf angepasst. Und natürlich der Anschluss, der ans Radio drankommt. Und hier haben wir einmal Antenne K5. Da hatten wir letztens schon einer im Video kommentiert, was das heißt. K5, hier ist zum Beispiel K2, 5 Volt. Und hier haben wir noch eine Sicherungsbox. Wir gucken einmal da rein, die lässt sich mit Sicherheit so öffnen. Ja, Leute, guck mal her. Hier wird nochmal separat abgesichert. Die Stromversorgung, damit auch nichts schief läuft. Vielleicht ist das eine Verpolungsgeschichte hier, damit man das Kabel nicht verpolt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall separat abgesichert. Oh, ich sehe, da sind noch mehr Sachen drin. Warte mal. Boah, dafür müssen wir das Radio rausholen. Wow. Leute, voll gepackt mit Kabel. Ihr seht, ich habe es vorher noch nicht ausgepackt. Ich lasse mich gerne direkt im Video überraschen. Und hier sehe ich nochmal ein Kabel. Aha, auch fahrzeugspezifisch für mein Auto, so wie es aussieht, für Fahrzeuge ohne CAN-Bus. Wenn man dieses Radio auch ohne CAN-Bus betreiben will. Was ich natürlich nicht will, ich will natürlich, dass es über den CAN-Bus läuft. Und dann haben wir natürlich etliche Strippen. Wenn wir ein Fahrzeug ohne CAN-Bus haben, brauchen wir hier zusätzliche Anschlüsse. Hier ist die Masse, hier haben wir das Bremslicht, wahrscheinlich die Handbremse, um Videos zu gucken, damit man keine Videos während der Fahrt guckt. Dann haben wir hier den Rückwärtsgang in. End-Connection, das ist wahrscheinlich der Amplifter, also Endstufe, Antenne und K1, 5 Volt. Okay, Fahrzeuge ohne CAN-Bus, kommt zur Seite, aber ich freue mich über jeden Adapter, der bei mir überbleibt, denn die kann man immer gut gebrauchen. So, das nächste.
Wieder einmal zwei USB-Kabel. Mhm, ja, zwei USB-Kabel. Diesmal sieht es anders aus als bei den anderen Radios. Hier haben wir eine Steckdose für die USB-Kabel. Hier sind zwei USB-Anschlüsse. Auf beiden steht diesmal 3G. USB heißt also, an beide kann man eine Internetverbindung, so einen Internetstick dran machen. Und hier haben wir wieder einen Anschluss für ein externes Mikrofon. Ein externes Mikrofon, das schauen wir uns gleich an. Meistens sind im Display schon Mikrofone verbaut, die auch so ziemlich gut funktionieren. Ich muss euch eins sagen zum Mikrofon. Ich habe an meinem eigenen Auto ein externes Mikrofon angeschlossen und der Sound ist wirklich schlecht, denn das Mikro liegt an der Karosserie und ich glaube, die Vibration überträgt sich extrem auf das externe Mikrofon. Ich werde es demnächst abklemmen, damit ich da meine Ruhe habe und damit der Sound bzw. meine Sprache beim Telefonieren rein durchs Radio geht, durch dieses kleine Mikro im Display. Ja, etliche Kabelverbindungen, Leute, für Endstufe, für externe Monitore, alles was man braucht oder was ich nicht brauche, aber was viele brauchen, wenn sie eine Endstufe haben. Ja, vorne Lautsprecher, vorne Ausgang und sowas. Also Leute, Anschluss für Endstufe und externe Monitore. Dann, was richtig geil ist, da haben ja auch schon viele von euch gesagt, hey, es gibt Adapter für die VW-Gruppe, für Fahrzeuge, ich glaube ab Baujahr 2006, die haben nicht so eine Antenne, sondern die haben solche Ausgänge. Schaut mal, da legt der Hersteller mir direkt zwei verschiedene Adapter rein, damit ich das auch richtig anschließe, beziehungsweise damit ich keine Probleme beim Anschließen habe. Und die haben mir das nicht separat reingemacht, sondern es gehört tatsächlich zum Lieferumfang. Bei dem Golf, den ich jetzt anschließe, habe ich das schon sehr, sehr lange her umgebaut auf so einen Antennenadapter. Deshalb werde ich die nicht brauchen. Aber ich bin froh, diese zu haben, denn mein Vater, der benötigt nämlich noch so einen Adapter. Jo, dann GPS-Antenne. Leute, GPS-Antenne. Alle kennen es aus meinen vorherigen Videos. Jeder sollte wissen, wie das aussieht. Mal gucken. Die ist auch magnetisch. Schaut mal, fällt nicht runter. Mit einem Magnet und natürlich auch mit einem Klebestreifen hier dran, wenn man das irgendwo am Plastik unterm Armaturenbrett befestigen will. Ich sage es immer wieder, Leute, man muss das Teil nicht aufs Armaturenbrett legen oder sowas. Es reicht, wenn es unterm Armaturenbrett irgendwo versteckt ist. Jetzt hat mich letztens einer angeschrieben, einer meiner Zuschauer, und sagte, er hat ziemlich heftige Probleme mit dem GPS. Ja, vielleicht wohnt er gerade in einer Region, die ja beschissen ist und der Empfang dort vielleicht schlecht ist, ich weiß es nicht. Aber, und er hat sich diese GPS-Antenne im Spiegelgehäuse eingebaut. Heißt also, gut, durch den Türmantel durchgezogen und das Teil hier in den Spiegel reingelegt, ins Spiegelgehäuse, denn dort hast du ja keine Störsignale vom Dach, von der Haube, oder teilweise hat man ja eine Windschutzscheibenheizung, da sind ganz dünne Drähte drin und die machen auch schon Riesenprobleme beim GPS-Empfang. Ich werde es wie immer unterm Armaturenbrett einbauen, denn ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit sowas. Ja, noch mehr Adapter. Mensch, hier ist ja richtig was drin. Ach, das ist das externe Mikrofon. Hier, externes Mikrofon. Sieht aus wie ein Cinch-Anschluss. Ja, das ist auch so. Das zeige ich euch. Das muss hier, wo wird das angeschlossen? Ich suche mal gerade das Gegenstück. Ah, hier an die USB-Teile. Hier wird das externe Mikro mit angeschlossen. Wie schon vorhin gesagt, macht es nur, wenn ihr es braucht, wenn ihr tatsächlich Probleme habt. Ich würde es immer erstmal so testen und wenn es Probleme gibt, dann würde ich das externe Mikro noch einmal neu irgendwo hin einbauen, wo es nicht stört und wo man es benötigt. Ja, und dann haben wir noch was hier, mein Gott, oh, und noch was. Hier ist ein Abreißpad mit zweiseitiger Kleber und hier so ein Klettverschluss. Kann sein für die Navi, wahrscheinlich ist es für die Navi, beziehungsweise fürs GPS, wenn man das irgendwo ja, dran machen will und immer wieder mit einem Klettverschluss abmachen will. Eine gute Idee, so einen Teil mit beizulegen, wenn man es benötigt. Dann haben wir
Das habe ich noch nie gesehen. Boah. Gut verschlossen, Freunde. Boah. Das ist weggeflogen, ey. So. Gefunden. Leute, ist mir das Ding aus der Schachtel geflogen. Das ist echt so eine Tüte, die ist ziemlich hart. Okay. Das ist eine WLAN-Antenne. Wisst ihr, was ich hier richtig geil finde? Eine WLAN-Antenne. Das Radio ist ja immer eingebaut in den Radioschacht. Und da guckt so eine kurze Antenne raus. Und da hat man häufig das Problem, man muss quasi schon auf den Router drauf fahren, damit man WLAN hat. Also jetzt ist nicht so schlimm, aber es ist tatsächlich so, dass der Empfang stark beeinträchtigt wird durch die Karosserie. Und das Teil hier kann man sich auf die Windschutzscheibe einbauen oder beziehungsweise oben, ganz oben auf die Windschutzscheibe einkleben und dann hat man super Empfang. Ich habe den Komfort, dass ich einen Repeater habe direkt bei mir vorm Haus und der WLAN-Empfang funktionierte auch schon bei allen anderen Radios ganz gut. Deshalb werde ich die wahrscheinlich auch einfach nur unterm Armaturenbrett hinlegen. Wer meint, er möchte die ja irgendwo speziell sich anbringen, ja, da muss einfach gucken, wo man das Kabel lang legt. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Einfach irgendwie die Strippe im Fußraum langziehen, unter die Verkleidungen stopfen und dann hoch bis zur Windschutzscheibe. So, das war schon mal das Kleinmaterial. Leute, hier noch einmal für euch. Kleinmaterial, also ohne Ende Zubehör. Ja. Kommen wir zu dem Besten. Leute, kommen wir zu dem Besten. Das Radio. Und das finde ich richtig gut. An dieser Stelle noch einmal an Pumpkin für die Zurverfügungstellung. Also dieses Radio finde ich richtig toll. Schaut mal an, noch nicht mal ausgepackt. Aber ich habe mich schon mal in die technischen Daten ein bisschen reingelesen. Heißt also auf der Webseite umgeschaut, das alles ja, durchgelesen. Was kann es, was macht es und ja, die ganzen Eigenschaften einmal durchgelesen. Was ich richtig gut finde, hier speziell bei VW, bei den Doppel-DIN-Radios eine spezielle Führung, damit das Radio nicht durchhängt. Hier nicht so durchhängt, nur an diesen, nur am Display. Dann haben wir natürlich hier die ganzen Anschlüsse, damit diese 5 Kilo Kabelgedönse da reinpassen und das ist ein Radio mit CD-ROM-Laufwerk, Drehknöpfe, einmal fürs Radio zum Trimmen. Ach guck mal, den kann man gar nicht drehen, nur ganz leicht nach vorne, nach hinten machen. Hier kann man die Lautstärke laut, leise drehen. Und dann haben wir hier GPS, Band, AMS und ja, Kartenslot. Aha. Keine Karte drinne. Hier ist keine Karte drin, schade. Eine Navi-Karte, die wäre schon ziemlich cool hier drin, aber ist leider nicht. Ja, auf der anderen Seite haben wir Disk, dann haben wir einmal den Home-Button, dann haben wir einmal Zurück-Knopf und natürlich auch wieder ein SD-Karten-Slot. Auch keine SD-Karte drin, jammer, schade. Ich werde mir eine Navigation einfach aus dem App-Store installieren und ich werde auch für euch irgendwann mal ein Review machen. Ja, nette Apps, gute Apps oder welche Navigation ist gut fürs Radio und sowas. Ich würde sagen, wäre cool, wenn ich so eine ganze Reihe starten würde an geilen Apps für geile Android-Radios. Leute, was gefällt mir besonders an diesem Radio? Also, wo ich richtig draufstehe, erstmal, große Displays sind schon ziemlich cool. Also so ein Display, weiß ich nicht, 9 Zoll gibt es ja, ne? Aber da hast du ja dann keine Knöpfe an der Seite. Das ist ein riesen Display, sieht richtig schick aus. Aber ich stehe auf Knöpfe. Heißt also, mir gefällt das richtig, dass ich diese Sachen hier, Navigation, Radio und das alles mit einem Knopf mir auswählen kann. Was aber richtig cool ist, ihr braucht die Knöpfe, also die sind ja vorinstalliert, die Funktionen sind hier schon vorinstalliert. Navi, GPS, man drückt ja auf GPS, dann geht logischerweise die Navi auf. Ihr installiert euch aber eine Navigation, es kann sein, dass vielleicht die Navi da gar nicht mit offen geht. Aber man kann in den Einstellungen diesen Knopf definieren. Man könnte hier auch einstellen, wenn ich diesen Knopf drücke, dass zum Beispiel Angry Birds angeht oder sowas oder irgendwas anderes. Man kann sagen, ja, wenn ich diesen Knopf drücke, soll Google Maps aufgehen oder halt die Navi, die ich mir installiert habe. Alles ist möglich. Ich habe es schon mal getestet und war sehr, ja, nicht überrascht, aber es hat mich gefreut, dass es so eine Funktion gibt. Weiteres zu diesem Radio. Ja, das ist ein 8K
8-Kerner, 8 x 1,5 GHz Prozessorleistung, 4 GB RAM, 32 GB ROM. Das Display ist ein 1028x600, meine ich, ist die Displayauflösung. Unterstützt 4K-Videos, natürlich werden die nicht so ausgegeben, weil das Display halt nur 1024x600 macht. Und die Endstufe hier drinne hat 4x50 Watt. Heißt also, sollte satter Sound sein im Fahrzeug, wenn man dieses Radio einbaut. Ja, also ich finde es jetzt schon ziemlich geil. Ach so, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, 8 Zoll Display. Trotz der vielen Knöpfe haben wir hier ein Display von 8 Zoll. Ich glaube, das größte aktuell, was ich gesehen habe, beziehungsweise eingebaut habe, war 9 Zoll und das kleinste, was ich mir reingeschmissen habe, war ein 7 Zoll. Gut, Leute, gibt es noch irgendwas zum Radio zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sollte alles sein. Ich würde sagen, wir gehen zum Auto und schmeißen endlich das Radio rein und schauen uns das an, wie es aussieht, wenn es eingebaut ist. Eine Sache, die muss ich euch noch zeigen hier. Da es hier ein CD-ROM-Laufwerk hat, gibt es hier einen Transportschutz und diesen müssen wir jetzt gerade mal entfernen. Das Radio sollte auf keinen Fall mit Transportschutz betrieben werden. Steht auch hier mit bei in der Anleitung überall. Ich glaube, es blockiert das CD-ROM-Fach und es könnte sein, dass man ja da irgendwas kaputt macht. So, die Transportsicherung ist entfernt und wir machen uns ab zum Auto. Nicht viel Schnacken fertig machen. Wir bauen jetzt das Radio ein. Kommt mit. Ja, das ist das alte Design, welches im Golf jetzt aktuell drin ist. War nicht wirklich schick, funktioniert, ist super teuer so ein Radio, aber die Funktion ist einfach nur Radio und CD hören. Das ist nicht so toll, deshalb kommt ein Android rein. Ja, die Abdeckung hier beim Golf wird einfach abgezogen. So, Abdeckung ist ab, dann haben wir hier vier Torx-Schrauben, das sind 20er Torx. Alle vier rausholen und dann ist das Radio auch schon ausgebaut. Einmal am Schacht ziehen, zack. Und wir haben hier so einen Kombistecker. Da, guck mal, die Antenne, die ist jetzt schon direkt rausgefallen. Und hier drücken, rausziehen und der Stecker ist lose. So viel zum alten Radio. So, und das wird sich ändern, Leute. Vorher, nachher, also das wird richtig schick. Da wird sich meine Frau richtig freuen, was ich hier da jetzt reinschmeiße. Gut, ja, bevor wir das Radio reintun, müssen wir erstmal gucken, welche Adapter wir hier benötigen. Wie ich euch schon gesagt habe, ist im Volkswagen, beziehungsweise ja, im Golf, im Touran, Tiguan und sowas, sind hier Kabel drin für die Antenne. So, da habe ich endlich die Antenne rausgekriegt. Die ist nämlich hier auch schon an Plus mit angeschlossen, mit einem kleinen Radioverstärker. Und zwar guckt normalerweise an der Stelle dieser Adapter raus. So, ich habe es ja schon gesagt, vor sehr langer Zeit mein Radio umgebaut auf eine Antenne, die hier an der Windschutzscheibe ist, denn mir ist das Steuergerät hinten im Kofferraum abgesoffen und das Steuergerät sollte über 100 Euro kosten. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich kaufe mir lieber für 17 Euro eine Radioantenne und die kommt hier hin und der Empfang ist, Leute, einfach Deluxe, der ist super und ich will nichts anderes haben, ich will nicht noch einmal diese teure Antenne haben, die im Kofferraum ist. Ja, okay, GPS. Fangen wir einfach mal mit dem GPS an und zwar ist das dieser hier. Das GPS habe ich ja schon vorhin erwähnt. Kommt hier oben einfach rein. Ich lege das einfach dahin, weil ich habe das ja schon mal beim Golf gemacht und ich weiß, hier ist so ein Hohlraum direkt über den Luftausströmern. Ja, GPS ist drin, habe ich oben reingeklemmt. Das ist direkt hier unter den Luftausströmern, also drunter, nicht drüber, hier drunter und der Empfang wird mit Sicherheit top sein. Das Kabel, das schmeiße ich hier hinten rein. Und ich brauche halt kein langes Kabel, weil das hier drunter ist. Normalerweise viele legen es hier vorne aufs Armaturenbrett oder wie ich schon sagte, in den Spiegel rein. Dann braucht man natürlich 2 oder 3 Meter. In diesem Fall braucht man es dann nicht. Und man hat diese ganze Zerlegerei hat man dann auch nicht, mit der man sich da ja stundenlang beschäftigen muss. Okay, Leute, als nächstes haben wir
USB. Was macht man mit dem USB? Ja, das ist jetzt natürlich so ein schöner Kompaktstecker inklusive externem Mikrofon. Ich mache das folgendermaßen. Ich mache es immer so schön gerne hier unten verstecken. Denn hier liegt häufig irgendwie so USB-Sticks und so Zeugs. Und wenn die Kabel hier unten drin rumhängen, ja, ist das richtig gut. Und man muss nicht immer im Handschuhfach rumwühlen, wo man immer irgendwie tausend Sachen rumschmeißt, reinschmeißt. Ich mache die Kabel, USB-Kabel praktisch, hier unten rein und fertig. Ja, wie kommt man an das untere Ablagefach dran? Beim letzten Video habt ihr schon gesehen, da habe ich hier alles zerlegt, den Schalthebel ab und sowas. Hey, hier abziehen. Hier ist ein kleiner Stecker drauf, den lasse ich erstmal drauf. Da ist ein Kontakt für die Airbag-Leuchte. Und dann ist hier noch eine Abdeckung. Die ziehe ich einfach runter, raus und dann habe ich so eine Abdeckung hier. Und habe Zugang zum Hohlraum hier hinten. Ja, das ist doch super. Und da kann ich die USB-Kabel gleich reinschieben. Ja, Leute, nach einem kurzen Check habe ich festgestellt, da ist echt wenig Platz hier in dieser Lücke. Deshalb, wir machen nichts kaputt oder so. Wir holen das jetzt hier raus. Diese Schalthebelabdeckung. Hier zwei Schräubchen. Rausgeholt, schaut mal genau hin. Und dann kann man das hier so ein bisschen rausschieben und da ist eine riesen Lücke. Und wenn ich jetzt meine USB-Kabel nehme, wenn ich die jetzt nehme, hier rein tue, kann ich sofort abgreifen. Ja, das liegt in der Natur des Menschen. Möglichst wenig abmontieren. Man meint, man ist dann schneller, wenn man eine Verkleidung weniger abbaut. Leute, nein, es ist nicht so. Meistens macht man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kaputt. Deshalb diese Schaltmanschette abziehen und die zwei Schräubchen lösen. Das gönnt man sich einfach, das macht man. Und dann geht auch nichts kaputt. Man reißt kein Kabel ab, man quetscht nichts ein oder sowas. So, die Kabel, die gucken hier super raus. Das sieht richtig gut aus. Die zwei Schrauben, die kommen hier jetzt wieder rein. So, und es sieht gut aus. Die Kabel sind da drin. Jetzt kommt nur noch die Abdeckung drauf. Und zwar einmal die untere hier. Das ist wieder drauf geschoben, sieht super aus. Die USB-Kabel gucken hier unten ganz kurz raus, das ist auch sehr gut. Den Rest der Kabel, den schmeißen wir einfach da rein. Kann so nichts passieren, Leute. Ja, als nächstes gucke ich mir noch ein paar Sachen an. Ich habe hier die WLAN-Antenne. Ich habe ja schon gesagt, ich werde die nicht irgendwo hier vorne, hier oben montieren. Ich werde die auch hier einfach in einen Hohlraum schieben. Denn es hat ja schon, wie ich sagte, vorher mit den Radios funktioniert, wieso sollte es bei mir jetzt nicht funktionieren? Alle, die einen super WLAN-Empfang brauchen, suchen oder wollen, die sollten natürlich gucken, dass die sich das entsprechend vorne hinlegen, damit der Empfang besonders gut ist. Ob die jetzt wasserdicht ist, weiß ich nicht. Vielleicht steht das in der Anleitung. Aber warte mal, ich gucke mal da drauf. Das Gehäuse, hier am Kabeleingang sieht es mir nicht besonders wasserdicht aus. Deshalb nicht irgendwo unter die Haube oder sowas am Kühlergrill montieren, damit man einen guten Empfang hat. Es sollte wahrscheinlich schon, ist dafür gedacht, dass man es im Innenraum belässt. Und ja, dann bleibt nur noch übrig hier dieser riesen Kabelsatz mit unserem Interface für den CAN-Bus. Und Leute, ihr solltet darauf achten, die Funktionen, die ich bei manchen Fahrzeugen zeige, das ist echt fahrzeugspezifisch. Nicht bei jedem Fahrzeug funktioniert die Bedienung der Klimaanlage oder die Lenkradbedienung. Einfach so da drauf gesteckt, zack, und funktioniert. Und jetzt will ich hoffen, dass wir hier auch tatsächlich Plug and Play haben. Die ganzen anderen Kabelgedönse, die brauche ich nicht, die schmeiße ich auch nicht rein. Wenn ich irgendwas von denen noch brauche, dann werde ich es im Nachhinein nochmal einbauen. Aber das Radio bei so einem Golf 5 ist echt schnell ausgebaut. Ja. Radio rein. USB.
USB und 3G steht sogar hier. Hier so ein Aufkleber. Ich zoome das am besten einmal kurz ran. So, hier haben wir diesen 24 oder 20-poligen Anschluss. Der kommt hier drauf. So, dann haben wir als nächstes hier diesen USB. Hier steht sogar extra beschrieben USB und 3G. Der kommt hier drauf. Boah, klemmt ein bisschen. Aber passt. Dann haben wir hier, jetzt müssen wir gucken, nicht, dass wir GPS und WLAN verwechseln. Und hier, das ist nämlich mein GPS. Und hier steht, hier drauf steht GPS. Und hier haben wir WLAN. Das ist meine WLAN-Antenne. Die kommt hier drauf. So. Und, ach, guck mal, das Radio ist schon an. Ich habe es dran gesteckt, es ist schon an. So, sehr gut. Ja, jetzt fehlt uns noch die Antenne. Wo haben wir die versteckt? Und da hätten wir alles. Ja, alles angeschlossen, alles eingebaut. Es war nicht viel und ihr habt gesehen, wenn man das richtige Radio für das richtige Auto sich aussucht, dann funktioniert das auch Plug and Play. Ich musste hier nichts wirklich irgendwie speziell noch anpassen, kodieren oder irgendwelche Kabel anstecken. Das Einzige, wo ich jetzt ein Problem habe, diese Canvas-Box und so Zeugs, das stört hier so ein bisschen. Das ist alles groß und nimmt hinten natürlich logischerweise ziemlich viel Platz ein. Und das Radio geht nicht ganz rein, deshalb wird es jetzt ein bisschen tricky. Und ich muss gucken, wie ich jeden Millimeter, den ich hier bekomme, ja, auch aus dem Innenraum hier, ja, mir frei mache. Denn sonst kriegen wir das Radio nicht rein. Aber andersrum wieder, Leute, ne? So Android-Radios, da ist ja eigentlich gar nichts drin, oder? Man könnte normalerweise eine ganz dünne Platine machen, da ist doch nichts hinter. Eigentlich sollte es funktionieren. So, Radio ist drin. Schrauben befestigen, Blende wieder drauf. Und Leute, das sieht richtig edel aus. Also es sieht richtig edel aus. Ich suche jetzt gerade nur noch so einen USB-Stick. Wir gucken mal, was er macht, wenn ich den reinschiebe in so eine, ja, so, schieben wir den mal in einen USB rein. Ob der von alleine umspringt? Jo, springt von alleine um. Dann machen wir einmal, ja, ich würde sagen, wir stellen die Kamera nach hinten und gehen einmal kurz durchs Menü und ich zeige euch, was hier, ja, wie das hier alles aussieht und wie das Menü aussieht. Ich weiß es selber noch nicht, deshalb gehen wir einmal gemeinschaftlich und zum ersten Mal durch dieses Hauptmenü. Los geht's! Ja, als erstes kratzen wir uns einmal die Displayfolie ab. Mal gucken, kriegen wir die überhaupt ab? Oh ja, so. So, Home-Button, zack, wir sind zu Hause, Leute. Ich schwenke jetzt einmal kurz zum Radio und dann gehen wir einmal kurz durch das Menü und gucken, was da für Apps drauf sind, was der Hersteller so vorinstalliert hat. Ich hoffe, ihr könnt hier alles erkennen, denn beim letzten Video habe ich festgestellt, war die Qualität sehr schlecht und ich musste genau diese Szene noch einmal drehen. Aber gut. So, hier haben wir einmal das Menü bzw. den Hauptbildschirm und wir gehen einmal auf, was ist das hier? Aha, das sieht ja, oh, das sieht ja recht interessant aus. Übrigens, Bluetooth 4.0, ein Schritt zurück. Jetzt haben wir hier Einstellungen, Video, hier können wir uns Videos angucken. Mhm. Natürlich keine Videos drauf, ich habe keine Videos auf dem USB-Stick. Radio, Navigation, mal gucken, was er macht, wenn ich Navi drücke. Da macht er logischerweise Google auf, denn Google ist hier, ja, vorinstalliert, aber keine richtige Navigation. So, die Lautstärke können wir hier ein bisschen optimieren. Und da gehen wir auf Lautness, mache ich natürlich an, mache ich immer an. Und hier haben wir hier Rock, Pop,
Hier kann man die verschiedenen Modi auswählen. Und die Position haben wir hier das Fahrzeug. Und dann können wir hier schwenken, welche Lautsprecher sollen aktiviert werden. Ich mache auf alle. Wenn ich auf alle drücke, dann springt der Cursor direkt in die Mitte. So, Schritt zurück. Was haben wir als nächstes? Hier haben wir diverse Apps. Und da haben wir, hier können wir ja auf die einzelnen Kabel zugreifen. Zum Beispiel auch Rückfahrkamera oder Frontkamera. APK-Installer, das ist eine wichtige App. Hier kann man nämlich Apps installieren. E-Mails, Dateimanager, hier haben wir Chrome, den Internet Explorer und Tasten lernen. Aha, was ist denn das? Bitte Seiten- oder Lenkradtasten drücken. Ja, das ist hier für K1 und K2 die Anschlüsse, damit man Lenkradbedienungen hier anlernen kann. Okay, dann haben wir das schon mal und hier haben wir eine Galerie natürlich mit Fotos. Die Fotos, die meine Frau auf ihrer Speicherkarte auf dem USB-Stick hat. Okay, einmal die Standard-Apps Taschenrechner. Dann haben wir hier einmal die Uhrzeit. Was haben wir? 20.21 Uhr. Ich glaube, es kommt hin. DVD fürs CD-ROM-Laufwerk. Und das war's auch schon. Ja, dann gehen wir mal zurück ins Hauptmenü und drücken hier einmal auf alle Apps. Und dann haben wir natürlich alle Apps in Folge. Was schön ist hier, Torquo ist vorinstalliert. Leider habe ich diesen Anschluss dafür nicht. Aber das werde ich auch in einem separaten Video einmal vorstellen. So, dann haben wir hier GPS-Info. Wir schauen einfach mal, haben wir irgendwelche Satelliten, die hier verfügbar sind. GPS-Daten werden abgerufen, es dauert einen Moment, allerdings habe ich das schon ein paar Mal erwähnt. Speziell hier bei mir vor Ort habe ich ganz, ganz schlechte Empfangsqualität, was Radio, kaum Radioempfang und kaum GPS-Empfang. Er ruft noch GPS-Daten ab, das wird ein bisschen dauern, aber die Navi funktioniert. Dann haben wir hier das Radio, Navigation, Tasten lernen. Fahrzeuginfo hätte ich jetzt hier. Ach, hier haben wir Fahrzeug. Hier ist das Fahrzeug. Schau mal einer an. Sicherheitsgurt nicht angeschlossen. Ich schnalle mich gerade kurz an. Problem ist jetzt gerade, es sind alle Türen geöffnet und ja, und deshalb zeigt er hier möglicherweise das auch an. Aber Öl ist okay. Batteriespannung, Laufleistung, Außentemperatur, Drehzahl, Fahrzeugdrehzahl. Wir starten mal das Auto. So, ach, ich bin angeschnallt. Ich schnalle mich ab, zeige da an. Abgeschnallt. Jetzt schnalle ich mich nochmal an. So. Handbremse lösen. Hier hätte ich jetzt gesagt, hier müsste er zeigen, dass sich die Handbremse gelöst hat, aber kann da dran liegen, weil die Türen offen sind. Ich weiß es nicht. Im Display zeigt das auf jeden Fall an. Ja, so viel zur Fahrzeuginfo. Und dann haben wir, ja, das war's eigentlich. Ich denke, es interessiert euch brennend, was in den Einstellungen alles zu finden ist. Jeder sollte das Menü eines Androids kennen. Nur von Radio zu Radio ändert es sich schon mal. Ja, ich habe jetzt hier eine weiße Displaybeleuchtung. Hintergrund, hier kann ich auf eine Galerie gehen und mir eigene Bilder raussuchen. Oder ich suche mir einfach irgendwas aus, was hier schon vorinstalliert ist. Zum Beispiel sowas hier. Oder Live-Hintergründe. Live-Hintergründe ist sehr interessant. Das hier, Blasen, das gefällt mir sehr gut. Die Bubbles, wenn man nämlich hier drauf drückt, dann wandern die ein bisschen. Hintergrund festlegen, zack. Und dann haben wir noch Touch-Assistent. Display-Tasten. Ah, hier haben wir, ach, das ist der Touch-Assistent. Das habt ihr auch in meinem letzten Video gesehen. Touch-Assistent, den wollen wir raus haben, den möchte ich nicht. So, noch einmal einen Schritt zurück. Ich mache den Motor aus, bevor ich ersticke. Und dann haben wir hier Speicher, der ist zu 21% belegt. 25 GB sind noch frei. Nutzer und Konten, hier muss man sich natürlich ein Google-Konto anlegen. Car and Driving, hier kann man ja diverse Sachen, zum Beispiel die Elemente einstellen. Welche Farbe sollen die Elemente haben? Blau. Ich lasse es jetzt gerade bei Rot. Dann haben wir Sound, Navi, Fahrzeugeinstellungen, Videovorschau, Benachrichtigungen. Diverse Einstellungen können wir hier vornehmen. Und System. Wir gucken einmal ins System rein.
Android-Tastatur, hier kann man natürlich die Tastatur ändern. Die Uhrzeit, hier steht GMT plus 8 Stunden chinesische Zeit. Dann stellen wir das einmal um 1. Januar 2017. Das stimmt nicht ganz, das werde ich später noch einmal einstellen. Aber hier kann man die Uhrzeit einstellen oder halt vom Netzwerk beziehen. So, als nächstes hätten wir hier, was gibt es hier noch? Sicherung und Systemaktualisierung, das möchte ich nicht. Und über das Tablet steht hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, Bildschirmauflösung 1024:600, Android 8, Stand des Sicherheitsupdates Oktober 2017, ja, zurück, aber schnell, Kernelversion und dann haben wir hier auch irgendwo zum Prozessor die Prozessoreigenschaften und zwar 8 Kerne, 64-Bit-System mit einem 1,5 GHz, heißt also 1,5 GHz mal 8 Leute und knapp 4 GB, 3,891 RAM-Speicher. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, wir setzen uns zum Tisch und ja, besprechen, was wir hier alles gerade gemacht haben. Ja, Leute, und das war's zu diesem Thema. Ein kurzes Unboxing, Einbau und ein kurzes Review. Schreibt mir unten in die Kommentare, was euch hier gefehlt hat, beziehungsweise was würdet ihr gerne sehen, was man mit dem Android-Radio machen kann. Ich weiß, ich habe es schon öfter erwähnt und ich habe schon ein paar Ideen dazu bekommen, aber es waren wirklich wenige, nicht wirklich viel Ideen. Ich möchte nämlich gerne euch so zeigen, die Top-Apps vielleicht oder ähnliches und deshalb, Leute, sagt mir, welche Apps benutzt ihr, die ihr richtig gut findet? Oder über welche Apps soll ich mich schlau machen, welche eine gute Funktion vielleicht im Android-Radio hätten? Ja, das alte, olle Dingen ist raus. Ein Glück, endlich. Das schöne Neue ist drin, Freunde. Ich finde, es sieht richtig top aus. Ich hoffe, die Qualität ist gut drüber gekommen. Ich muss das nicht noch einmal drehen. Aber was mir tatsächlich richtig gefällt, ist als erstes Plug and Play. Aber das sage ich euch nochmal. Mit dem Hersteller in Verbindung setzen, wenn ihr Plug and Play wollt. Abklären, passt es für euer Auto. Dann finde ich richtig gut diese Knöpfe, die da drin sind. Also ohne Ende Knöpfe. Man muss nicht ständig durch das Display touchen und sowas. Denn ja, hin und wieder hat man einen Ausrutscher oder man verdrückt sich oder sowas. Großes Display, großer Bildschirm ist toll. Ich finde es besser mit Knöpfen. Schade, dass keine Navigation mit dabei war. Aber das ist kein Problem. Ich werde einfach eine aus dem App Store installieren. Irgendeine, Leute. Und ja, das ganze Kabelgetödel hier noch ist noch übrig geblieben. Brauche ich nicht. Freue mich natürlich über die Antennenadapter. Ich glaube, keine Ahnung, die kosten 10, 15, 17 Euro oder sowas. Jetzt brauche ich mir keine kaufen fürs nächste Auto. Ja, und an der Stelle, Leute, war's das. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mir einen Daumen hoch da lasst, dass ihr mich abonniert, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und vielen Dank für eure Kommentare, auf die ich mich schon besonders freue, welche Apps ihr in euren Android-Radios oder sogar in euren Handys oder Tablets benutzt, wenn ihr mit eurem Auto auf Reise seid oder auf dem Weg zur Arbeit, quasi im Alltag, welche Apps ihr dafür nutzt. Leute, ich bin fertig. Bedanke mich noch einmal, bedanke mich ganz herzlich bei Pumpkin Radio, dass die mir das Teil zur Verfügung gestellt haben, welches ich euch vorstellen konnte und einbauen durfte und natürlich auch behalten darf. An dieser Stelle, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, wir sehen uns auf YouTube, ciao, euer Schrauber.